Leute, herzlich willkommen heute zurück zu Holzwaru mit dem Wildfire natürlich. Moin moin. Ja, wir müssen leider diese Folge weiterfarmen, weil andere sind schon relativ weit und keine Ahnung, die haben halt auch die ganze Zeit gefarmt, deswegen müssen wir da mithalten. Wir müssen einfach leider, aber wir haben jetzt leider echt keine Möglichkeit. Auch ja, ist halt sonst beschissen. Aber jetzt gegen Halbdia und so weiter kämpfen, sind wir halt schon im Arsch, ne? Ich habe mal Dia-Schuhe mit Protection und Unbreaking gemacht, das ist eigentlich. Hast du noch Eisen eigentlich? Eisen habe ich. Ne, ich habe gar nichts. Das haben wir, wenn dann, in Dingens. In hast du nicht mal gesagt, du hast einen Stack Eisen oder so? Ja, das ist in der Truhe gewesen. Wieso mache ich meine nicht? Achso, das haben wir in der Truhe. Das ist blöd. Ja, das ist echt kacke. So, aber ich habe auch dran gedacht. Ein bisschen Zeug hier. Damit ich viel schneller Level formen kann. Protection, das ist gut. Oh, das ist scheiße mit dem Eisen. Das kann ich mir kein Schwert machen. Fuck. Ja. Mir genauso. Ah, gar nicht dran gedacht. Ey. Soll ich das einfach alles mal hier stehen lassen, Jan? Ja, lass das mal hier stehen. Okay, Kohle hast du nicht mehr. Ey. Ich verbrenne einfach nur Holz. Ah, ich habe jetzt auch eine Prot 1 Brust. Okay, ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Hast du die Bücher noch? Oder hast du die auch reingepackt? Ja, die hab ich mit. Okay, wenigstens das. Soll ich dir die Hälfte mal geben? Ja, wäre gut. Okay, hier, warte im Gang. Ich habe nämlich schon ein Protection, ein Sharpness. Ne, ich habe zwei Protection, ein Sharpness-Buch schon. Ah ja, wir haben ja kein Dingens. Wir haben ja kein. Was denn? Wie soll man sagen? Keine Rüstung. Keine Rüstung. Kein Eisen für den scheiß Amboss. Ja, das ist das Problem. Ganz war echt dumm, das nicht mitzunehmen. Aber wir müssen sowieso noch Eisen haben, deswegen gehen wir sowieso noch einmal hoch. Kim geschnitten. Ja, okay. Also das ist ein bisschen blöd, so spät zu entscharren. Ich hoffe nicht, dass wir irgendwann angegriffen werden. By the way, die haben gesagt, dass dieser. Einer hat in die Kommentare geschrieben, dass der Green Wolf da war. Ja, ja, habe ich auch gesehen. In der Folge. Habe ich selbst schon gesehen. Habe ich auch in den Kommentaren gesehen. Auf jeden Fall vielen Dank an alle, die uns Tipps und sowas in die Kommentare schreiben, dass er erlaubt und sowas. Das ist ja, als ob das verboten ist. Ja, ist ja erlaubt und sowas. Trotzdem richtig korrekt. Ja, auch tatsächlich Fall. Einigermaßen Leute bei mir auch zuschauen und sowas, finde ich echt cool. Keine Ahnung, ich habe gedacht, dass fast gar keiner mehr zuschaut, nämlich, keine Ahnung, so lange keine Videos gemacht habe, aber keine Ahnung. Ja, fand ich halt auch krass, wie die erste Folge gehypt wurde, die fand ich halt ganz, fand ich eigentlich gar nicht schlecht, dafür, dass es eigentlich eher so ein unbekannteres Projekt ist, sagen wir es mal so. Ja, ist das so. Und, ja. Gut. Finde ich halt ganz cool. Auch, dass die Farmfolge gar nicht so schlecht angeschaut wird. Ich habe irgendwie 3 Likes oder so auf der Farmfolge, das geht eigentlich klar. Davon ja, aber mir sind jetzt nicht so viele Likes auf der Farmfolge. Ja gut, da du hast ja auch noch Bewertungen aus, muss man noch dazu sagen. Nee, die Farmfolge ist ja nicht hochgeladen. Ja genau, die eine Folge von mir, die 4. Folge ist das, genau, ist nicht hochgeladen. Ich hatte da einen Renderfehler, ich hatte einen Uploadfehler, ich hatte alle möglichen Fehler, die es auf dieser Erde gibt. Ist aber das alles soweit abgesprochen. Hat jetzt, glaube ich, auch keine weiteren Konsequenzen mit sich. Und ja, die Folge kommt dann die ganz normal und sowas. Ach, hast du schon geklärt. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Wie bitte? Du weißt noch genau, wo das Dingens ist, ne? Ofen und sowas? Ja, ja. Die hast du, lol. Okay. Oh mein Gott. X-Way sein Urgroßvaters Vater, Achter Wayne. Oh mein Gott. Nice. Sehr gut. Hat sich jetzt schon gelohnt, die Folge. Junge, wir haben krasses Dialog in dem Projekt bisher. Ja, bisher schon. Ich habe erste Farmfolge 17 Dias. Jetzt schon. Das ist wirklich heftig. Das ist echt richtig nice. Gold haben wir auch ganz schön viel. Ja, ich habe noch 51 Ungebratenes. Ja, nice. Mega nice. Boah, ich grab mich aber so richtig random hier so. Zweiter Bildschirm X-Way, Leute. Zweiter Bildschirm vor allem. So. Lapis ist auch nicht schlecht. Boah, und direkt ein Achterwayne, das ist auch echt lecker. Sieht es eigentlich mit Border und so aus? Border steht nicht rechts an der Seite, okay. Ich glaube, die ist auf 1000 oder sowas gewesen, auf jeden Fall. Aber wenn sie verkleinert wird und so weiter. Ja. Nicht, dass wir nicht sowas sterben. Nee, glaube ich nicht. Kacke. Wir sind auch nicht so nah an der Border. Ich habe gerade eine Cave gefunden, eine kleine. Naja, okay, die wurde aber schon gelootet und alles. Ich weiß nicht, ob du hier drin warst oder ein anderer. Ja. Da sind nichts. Ich geh auf jeden Fall weiter. Ich geh mal zu unseren Öfen wieder. Ja, ich weiß, ich nehme den Stuff vielleicht mal mit. Ja, mach ich nochmal. Ist ja alles mittlerweile durchgebraten. Ah, ich nehme jetzt alles mit, was ich sehe. Oh, jetzt scheiß Eisenspitzhacke. Und das Lapis nehme ich auch nochmal mit. Das können wir zur Not in Truhe packen oder so. Lapis sollten wir uns echt nicht hingehen lassen, weil irgendwann hapert es darin, glaube ich. Also könnte. Was machen wir denn mit den 8 Dias? Mit den 8 Dias würde ich sagen.
Weiß nicht, ob wir da echt noch eine Brust machen sollen. Hast du noch Dias übrig? Nein. Nope. Gegner ist da. Ey Digga, pass auf, die können. Oh ja, Joel, die wollen fighten auf jeden Fall. Das kann falsch sein, dass sie falsch bei uns. Obwohl, nee, könnt ihr uns gesniped haben? Ich glaube nicht. Nein, können nicht. Doch, eigentlich könnten sie. Doch, weil wir waren in diesem Gang drin. Oh fuck, Mann. Oh Junge, jetzt bin ich mal ein bisschen panisch. Aber die würden dann einfach reinschreiben. Ich hab alle Öfen und so abgebaut wieder. Wieso sollten die es nicht schreiben? Ja, keine Ahnung, wenn sie uns snipen und direkt irgendwo sneaken oder so. Gut. Ah, geh mal nicht davon aus. An sich könnten wir die auch fighten, wenn ich jetzt noch eine Brustplatte oder eine, keine Ahnung, Helm mache. Wie viele Dias hast du? Gar keine mehr. Fuck. Hast du den Stuff wieder geholt von der Base? Hast du den geholt von der Base? Ja, hab alles geholt. Ich weiß zwar jetzt gerade nicht, wo du bist, aber ich glaube. Oh, der ist alleine. Die sind zu zweit. Egal, schreib einfach nicht. Soll nicht nerven. Obwohl ich ja eigentlich schon ganz gerne. Ja, ich will auch gerne fighten, aber ich fight nicht, wenn es nichts bringt, weißt du? Ich frag einfach mal nach Glück, komm. Einfach mal. Wir können ja, eh besser. Ja. Ist Varo. Stimmt. An sich hat damit ist Varo gar nicht unrecht, da muss man der Kut nicht sagen. Finde ich auch ganz gut so. Gut sind so nach dem Motto, die erstmal nachsprechen, ist Varo. Ja, dann müssen sie sich aber nicht wundern, wenn wir nicht kommen zu kämpfen. Na stimmt. Sind die auch, die haben viel mehr Folgen als wir. Natürlich haben die besseren Stuff. Außerdem bin ich auch nicht warm. Außerdem kannst du es vergessen mit Kämpfen. Ja, ist mir egal, ob du nicht warm bist, auch wenn du warm wärst. Ich würde nicht kämpfen, weil ich habe nichts enchanted. Ich habe ein normales Eisenschwert. Ja. Fakt ist auf jeden Fall, ich glaube hier niemanden, auch nur ein Wort. Ja, wenn die 8 haben schon allein, dann sowieso nicht, Junge. Die könnten 3 Folgen mehr gefarmt haben. Ja, ja. Deswegen, wie gesagt, ich glaube den Leuten das nicht. Dass sie nichts haben. Wenn die 8 haben, mit Sicherheit nicht. Tut mir leid, aber. Nö. Wären sie auch ausgeglichen wie wir, dann hätten sie auch überhaupt gar nicht. Dings, dann hätten sie auch überhaupt nicht gekämpft. Das hätten sie sich eh nicht getraut. Das trauen sie sich nur, wenn sie guten Stuff haben. Oder halt besseren, sagen wir es so. Genau wie die Leute, die auf einmal ankommen, so nach ein paar Folgen. Wow. Kommt fighten und so, wenn wir Full Iron haben. Mhm. Ist auch Schwachsinn. Wenn Full Iron, dann gerne, aber. Keine Ahnung, die ganze Zeit Full Iron Fights wäre jetzt auch nicht so klug, muss man sagen. Es bringt halt auch nicht viel, das wasted dann ein bisschen Stuff. So, aber es hat der eine Full Iron Kampf hat sich ja gelohnt. Von den Dingens. Pfeile und so weiter. Büchern auch, ja, war echt gut eigentlich. Oh, ich hab Dias. Nice. Aber wenigstens kommen wir mit dem Farm voran, weil es passiert doch manchmal, dass man mal ein paar Folgen nichts sagen. Ich finde, glaube ich, schon wieder nur ein 1er. Stop. Ich hasse mein Leben, ey. Ne, doch ein 2er, 3. Okay. Wäre schon doch mehr, wer weiß. Ich habe Angst, dass sie gleich irgendwie kommen oder so. Und so viel bin ich nicht am Sneaken, weil. Muss ja auch anderes machen. So, ich habe auf jeden Fall 4 Protection-Bücher. Genauso viele wie ich halt brauche auch. Okay, es waren 3 Dias. Nice. Das ist gar nicht. Weißt du, haben wir 11 Stück insgesamt. Ja, ja. 11, was können wir damit machen? Wir könnten uns. Wir könnten mir einen Helm machen. Dann haben wir noch 6, ne? Nee, ah ja. Also was man womit wir alle aufbrauchen könnten, wären Schuhe und Hose. Schuhe und Hose, ja. Schuhe damit und Hose können alle würde aufbauen. Sich sogar auch, ja. Aber halt, ich weiß nicht, eine Hose lohnt sich, keine Ahnung, eine Hose ist jetzt auch nicht so. Dann warten wir lieber noch, bis wir doch einmal welche kriegen und dann machen wir uns doch lieber einen Harnisch oder einen Helm oder ja, würde ich auch sagen, Weil eine Hose ist echt dumm zu machen, wenn einer von uns beiden noch keinen Harnisch hat. Ich hab doch einen Harnisch. Ja, ich habe auch keinen, wenn einer von uns beiden keinen hat, weißt du. Achso, das mein Harnisch würde mir 1000 Mal mehr bringen als, keine Ahnung, dir oder mir eine Hose. So.
So. Ja, lass das mal warten. Wir haben leider, aber das war echt dumm mit den Amboss, ne? Gar nichts mehr zu machen. Ah, ist so scheiße. So, schön Strip meinen, jawollo. Alter, bei meinem Luck kann ich mir vorstellen, dass sie wieder bei mir sind. Die haben auch tatsächlich genauso viele Kills wie wir. Ich glaube, das sind sogar die, die am meisten. Ich glaube, noch die meisten von allen. Das stimmt. Die noch leben zumindest. Also sonst hätte ich ja Gleichstand mit wem. Ja, mit Steini und Bestie. Ja. Aber Bestie haben wir gekillt und Steini ist sowieso gestorben. 3, 4, 5. Oh Mann, ey. Komm, schon einmal noch irgendwie 8 Dias oder so, das wäre ganz lecker. Du bist auch mit deinem Lecker, ne? Der saftig. Besser? Ja, auf jeden Fall. In noch 4 Minuten. Alter, nichts in Sicht. Außer Redstone. Schade, ich finde ja auch gerade gar nichts mehr. Hat so gut angefangen mit den 8 Dias, aber dann gar nichts mehr. Kein einziges Mal Gold bisher in dieser Folge. Ah, ich gehe erstmal da. Gold habe ich 40. Okay. Ordentlich. Also auf jeden Fall ordentlich Goldäpfel machen. Ich finde hier noch relativ viel. Eine Cave hast du aber nicht, ne? Eine Schlucht. Lol, du Sack. Du sagst gar nichts. Oh, ja, weißt du, wie weit weg ich bin? Okay. Ja, ich hab mich unnormal weit weggegraben. Ich glaube nicht, dass wir uns Information hätte noch mich interessiert, sagen wir mal so. Okay, 3 Minuten haben wir noch. So, endlich mal Gold gefunden. Sogar eine relativ gute Wayne. Irgendeine gute Cave kann ich doch auch mal jetzt finden, so langsam, oder? Okay, das war dumm. Oh Gott. Nützt nichts, nada, niente. Aber brauchst du keine Brust, Marsch, ich hab eine Goldbrust für dich. Okay, danke, Mann. Nice, Alter. Okay, danke, Mann. Vielleicht auch wohl dir, Alter, eine Dia-Brust, eine Goldbrust einfach. Man hat so gar keine Ahnung, so was besser ist. Hat bisher so gar kein Gold gefunden, so 8 mal Gold, und dann denkt man sich, ja, okay, das ist bestimmt voll selten. Junge, Diamanten, wo seid ihr? Deswegen, keine Ahnung, ich habe jetzt keinen Bock, die Orientierung zu behalten, wo wir vorher waren. Wir treffen uns einfach am Ende wieder am Spawn, würde ich sagen, weil wir müssen ja auf jeden Fall. Würde ich auch sagen, ich habe alles mitgenommen. Wir müssen da ja nicht mehr hin. Wir sind jetzt nicht mehr gebunden. Ja, deswegen. Alles mit dem Spawn, das finde ich scheiße gemacht, dass es nicht 0-0 ist, muss ich sagen. Ja, das kann man besser machen. Dafür, dass es schon das 4. Holzhau oder so ist, ist ein bisschen, ja, ein bisschen blöd. Generell für mich ist ein Varo halt wichtig. Also das Wichtigste ist halt, dass der Start nicht schlägt. Für mich. Sag ich ganz ehrlich, weil mit diesem Wiederbeleben, das ist dann einfach so unbalanced, finde ich. Ja, das ist komplett dumm, da weiß man jetzt auch nicht. Das wirkt dann auch irgendwie nicht so professionell, wenn man jetzt irgendwie so hört, ja, okay, der wurde wiederbelebt, hast du schon mal im richtigen Baru gehört, dass einer wiederbelebt wurde? Nee, deswegen ja. Das hat auch guten Grund, warum. Und das finde ich halt, keine Ahnung, das finde ich halt, ist das Allerwichtigste, finde ich. Ich meine jetzt kein Hater an Erdbeer oder sowas, der macht das ganz gut hier dafür. Würde ich sagen. Ja, das heißt ganz gut, also ich finde das. Ist ganz normal. Es ist jetzt so heftig, ist auch nicht. Ich meine, ich sag ja nur meine Meinung, ja. Ich sag ja nicht irgendwie, ja, irgendwas ist gut, was ich gar nicht so gut finde, ne? Er meinte auf jeden Fall auch irgendwie, es lag irgendwie am Serveranbieter oder so, aber keine Ahnung, kann man dann jetzt nicht genau nachvollziehen oder sowas. Ich habe mich damit jetzt auch nicht so krass aus mit den Servern und sowas. Gut Fall. Ah, es ist auf jeden Fall nicht schlecht gemacht, ne? Aber keine Ahnung. Mit den Lags fand ich halt doof und. Ja, das kriege ich wieder aber auch nicht. Ja gut, die Teilnehmer kann man auch nichts machen. Ja, ist halt echt so. Mit den Teilnehmern kann man. Ja, dabei, das in Vilovaro hat sie so im Finale geleckt. Wie scheiße. Das ist sehr schön glaubwürdig gewesen. Aber hat man davon, wenn man so einen Server von Kampfgewiss bekommt, ne? Der ist halt so, der hat auch vorher mal geleckt gehabt, keine Ahnung. Du bist bisher jede einzelne Folge vor mir gejoint, Alter. Cool. Mal gucken, ob ich es irgendwann mal hinkriege, vor dir zu joinen. Nächste Folge, Leute, schaut auf jeden Fall vorbei, nochmal. Ich werde es probieren, mal vor dem Allen einzujoinen. Das wird eine sehr schwere Aufgabe zu sein.
Ich sag's immer wegen der Begrüßung, Join Schrein. Oh, ich hab Wasser, lol. Nächste Folge Höhle, Leute. Es wird spannend, nächste Folge. Schaut auf jeden Fall vorbei, Leute. Wird richtig spannend, nächste Folge. Ich höre richtig. Zombies höre ich auch noch, Leute. Okay, das wird krass. Na, dann würde ich sagen, das war's von der Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.